Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, den Fred. Und heute bin ich wieder in dem Eismagier-Account. Und wir wollen mal gucken, was wir damit reißen können. Ob ich Glück habe oder ob ich kein Glück habe. Oder ob wir die Trollbase von Zernagel hiermit besiegen können. Das ist eine Base, die schon relativ häufig im Internet kursiert ist, die ich auch schon öfters mal gesehen habe. Aber ich glaube noch nicht mit Eismagiern. Wir haben natürlich auch noch die Center-Spells auch noch dabei. Ich bin mal sehr gespannt, ob das jetzt funktionieren wird oder nicht. Ich setze sie natürlich jetzt gleich alle in das Feld rein. Da laufen sie hoffentlich eine Kurve drumherum und dann werden wir sehen. Also erstmal alle jetzt in das. Wir fangen jetzt erstmal an mit den Center Spells. Komm, da fällt schon eine kleine Hawk Rider mit seinen kleinen umgebauten Rentiere sind schon unterwegs. Ich habe das jetzt mal ein bisschen verteilt. Jetzt sind sie schon unterwegs. Jetzt laufen sie. Ich bin wie gesagt gerade am PC, deswegen kann ich jetzt leider kein Multitouch machen. Wir machen ruhig erstmal alle rein. Guck mal, was passiert. Sie laufen schon. Oh, da ist ein Hund. Okay, ich muss abbrechen. Er hat einen Hund drin. Da müssen wir eben ganz kurz abbrechen. Einen Moment. Bis gleich. So, ich habe gerade geschrieben, CB leer bitte. Also, sie sollte bitte leer sein, die Clanburg. Und wir gucken jetzt mal auf. Also, zweite Runde. Noch einmal der Center Spell. Ich will mal gucken, wo wir ihn jetzt genau hin positionieren werden. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, ihn wieder ein bisschen weiter nach oben zu machen auch. Halt auf die Minenwerfer, die sind die Feinde des Eismagiers. Und jetzt kommt der Eismagier. Unser kleiner Freund, der Eismagier, der kommt wieder unten da rein. Wobei, also die Frage, nehmen wir den König noch mit? Aber ich glaube, den König lassen wir jetzt erstmal, den können wir immer gleich noch nehmen. Vor allem, wie schnell sie einfach mal den ersten Minenwerfer wegmachen. Ich habe noch vier übrig. Mal gucken, was ich jetzt... Ich will lassen sie erst noch. Vielleicht können wir ja gleich noch was machen. Oh, dann schon... Das Problem ist ja, sie gehen nur auf die Def. Sie gehen wirklich nur auf die Def und das Problem sind halt die X-Bögen in der Mitte, die auch schon ganz schön Schaden machen. Ja, wir können sie vielleicht noch irgendwann umbauen, die Trollbase, aber wir werden es mal sehen. Oh nein, sie kommen nicht weit. Ich kann die letzten vier noch setzen. Ah, sind nicht weit. Gerade mal 9% haben wir geholt, krass. Ich meine, es ist so lustig, die Eismagier einfach nur zu sehen, wie sie nochmal laufen. Also, das wäre doch mal was, oder? Die Eismagier komplett wieder ins Spiel mit reinzunehmen. Ich würde es so feiern. Die Truppe hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Schade, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Schade. So, dritte Runde und dieses Mal versuchen wir es mal ein bisschen anders. Ich glaube, es ist irgendwie sinnvoller, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die beiden vorderen Minenwerfer und gucken da mal etwas. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, halt den König. Wir können ihn ja ruhig mal mitnehmen. Okay, der eine Minenwerfer ist schon mal down, das ist schon mal sehr gut. Okay, König vor. Ist natürlich jetzt die Frage, wie schnell setzen wir jetzt die Eismagier hinterher? Ich würde sagen, wir machen es ruhig mal ein bisschen Stück für Stück. Das war das Problem. Der König geht auf das Lager vorne drauf, aber die Eismagier laufen jetzt halt durch. Ja, ich muss den König gleich nochmal zünden, bevor er down geht. Aber wir warten noch ab. Jetzt haben wir... Komm. Wo laufen sie hin? Wir kommen... So weit bin ich bisher noch gar nicht gekommen. So, die noch kaputt. Jetzt noch die Kanone kaputt. Sieht doch ganz gut aus jetzt eigentlich. Lauf. Nein, Riesenbombe. Na, okay. Also wenn Supercell das sieht und die Eismagier mir irgendwann wieder bringen soll, sie dürfen nicht von einer Riesenbombe direkt sterben. Also das ist... Dann sind sie nicht zu gebrauchen. Wenn sie von der Riesenbombe direkt sterben, nein, dann sind sie nicht zu gebrauchen. Ich würde das echt feiern. Warum denn nicht einfach mal wieder so ein paar mehr Truppen aus? Ja, es muss ja nicht unbedingt aus Clash Royale sein. Es können ja auch irgendwie welche richtigen Spezialtruppen sein, die es dann auch wieder nur so für einen kurzen Moment gibt. Oder wenn es schon eine Truppe aus Clash Royale ist, dann lass sie doch wirklich mal für so einen kurzen Moment im Spiel oder so. Ich habe mir übrigens mal ein paar Tanks noch in die Clanburg getan. Damit wir jetzt einfach mal noch ein bisschen mehr noch, die Eismagier noch mal ein bisschen schützen. Ich habe mir gedacht, wenn ich die Tanks jetzt da reinmache, die Riesen, dann haben wir die Chance, dass sie vielleicht die Riesenbombe auslösen. Und ja, das werden wir mal sehen. Jetzt laufen sie nämlich alle hinterher. Na, ich glaube schon jetzt, die sind schon wieder zu schnell. Die Eismagier, okay, da sind erstens zwei durch die Gegend geflogen. Und zum anderen sind die Eismagier, glaube ich, auch einfach schneller als die Riesen. Ich hätte mir gedacht, wegen der Reichweite hätten wir vielleicht eine Chance. Aber jetzt ist nur noch ein Riese da. Das bedeutet, das wird jetzt so laufen wie eben. Sie werden wieder alle sterben in der Riesenbombe. Meine kleinen Pflanzen sind alle tot gewesen. Okay, wir gucken jetzt mal weiter. Es muss irgendwie gehen, oder? Das Problem ist, ich kann natürlich jetzt, dadurch, dass alle Plätze voll sind mit Eismagiern, dass alle Plätze voll sind mit dem Center Spell in meinem Account, kann ich es nicht ändern. Also ich kann nichts machen und deswegen, wir werden es sehen. Also, wir werden es sehen. Da laufen sie wieder rum. So, zack. Da drauf. Komm. Lauf, Baby. Ich habe noch 24 übrig. Wir warten mal noch ab. Ja, wäre natürlich geil, wenn die Riesen mal noch irgendwie die Riesenbombe auslösen würden. Ich bin da nicht so ganz von überzeugt. Jetzt machen die zumindest schon mal den Magierturm weg. Ich bräuchte den Warden oder so. Das wäre natürlich geil.
Die Riesen werden es, glaube ich, nicht schaffen, die Riesenbombe richtig auszulösen. Komm, bitte lauf doch. Jetzt löst sie aus. Wieder alle reingelaufen. Wieder alle reingelaufen. Das gibt's doch nicht. Ich habe mich dazu entschieden, das jetzt nochmal einmal zu probieren. Das muss doch irgendwie gehen. Also da ist doch mein Ehrgeiz geweckt, wenn bei sowas... Irgendwie muss das so funktionieren. Ich weiß halt auch nicht, wo ich das draufbacken soll. Wir werden es gleich mal mit... Wir werden es jetzt gleich auch nochmal einmal mit Barbaren ausprobieren. Wir werden es sehen. Wir werden sehen, was dann los ist. Also komm. Das muss doch klappen. Das muss doch klappen. Komm. Lauf. Ich habe 35 nur übrig. Ich habe mir gedacht, wir machen es erstmal am Anfang was weg, schicken dann gleich mal die Riesen drauf, laufen dann noch mit den restlichen Eismagern hinterher, dann haben wir vielleicht schon... Oh, der eine Minenwerfer. Okay, er ist tot. Der eine Eismager hat es noch gerissen. Diesmal... Jetzt habe ich den König auch mal direkt gezündet. Der König soll jetzt echt mal direkt mal aufräumen. Es muss doch irgendwie gehen. Irgendwie müssen die doch mal diese eine Falle da mal überleben. Das gibt's doch gar nicht. Diese eine einzige Falle für die Eismager, die muss doch mal irgendwie jetzt down. Die muss doch jetzt, nein, sie gehen in die Mitte. Die Eismager tricksen die Base aus. Okay, das ist definitiv keine Base für die Eismager. Okay, jetzt habe ich den Rest hinterher geschickt. Jetzt gehen sie noch auf die Mitte. Kümmern sie sich jetzt... Ne, sie kümmern sich ja nicht um die Helden. Sie gehen ja wirklich... Das ist auch so eine Sache. Sie gehen ja echt nur auf Verteidigung. Das ist ja auch ein Unterschied zu Clash Royale. Da gehen sie ja auch auf andere Truppen. Das müssten sie vielleicht auch noch ändern. Dann wäre es wirklich eine gute Truppe. Denn sie laufen jetzt durch und werden natürlich sterben. Ist klar. Also jetzt gehen sie nur auf den Bombenturm. Aber das war's. Jetzt werden wir auf jeden Fall nochmal einmal die Barbaren nehmen. Also bis gleich. So, 240 Barbaren und dann noch Königin noch dabei. Ich kann, wie gesagt, alle auch nur auf einen Fleck setzen. Wir wollen mal sehen, was passiert. Vielleicht werden sie auch... Ja, laufen sie irgendwann einfach raus? Was wird passieren? Ich weiß es gar nicht. Wir werden gleich mal gucken. Ich habe ja die Hoffnung, dass sie ein bisschen weiterkommen jetzt. Lauf. Okay, sie sind noch ganz gut dabei. Ah, okay, jetzt gehen sie aus der Base raus. Deswegen habe ich den Warden jetzt mal gesetzt. Jetzt gehen sie aus der Base raus. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, gleich den Warden nochmal gescheit gezündet bekommen. Das war ein Fehler. Ja, jetzt ist der Warden weg. Jetzt ist der Warden weg. Und guck mal, da guckt ihr das mal an. Sie laufen alle da rum. Sie laufen alle außen rum. Wie geil sieht denn das aus? Alter Schwede. Ja, okay, sind sie da nach außen unterwegs. Aber was... Was soll's? Ich kann's jetzt nicht ändern. Ich habe den Warden jetzt nochmal einmal gezündet. Ja, wenn ihr auf jeden Fall mal nochmal mehr Eismagier-Action sehen wollt in meinem Eismagier-Account, dann lasst es mich auf jeden Fall mal wissen. Und, ja, jetzt laufen sie noch weiter. Jetzt kümmern sie sich noch eben um den gegnerischen König. Es sah einfach zu lustig aus. Und ja, sind wir schon am Ende dieser Episode, weil ich jetzt... Ja, es wird gleich vorbei sein. Also wenn ihr mehr Eismagier-Action haben wollt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und dann sehen wir uns später wieder um 17 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Für mehr Eismagier einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Und ja, würde ich mal sagen, wir warten eben noch auf den Warden. Aber es ist auch vorbei. Macht's gut. Tschüss.